Halbfinale. So wie schon gesagt, das Halbfinale im Pokéball, im Pokémon Cup. So, wir nehmen zuerst Arctos, Simsala und Lapras. Die dramatische Musik macht alles nochmal dramatischer. Das passt sehr gut. Eisstrahl ist nämlich sehr effektiv. Sehr effektiv und Owei ist tot. Fängt ihr schon mal wieder so gut an. Wie es vorhin aufgehört hat. Okay, das war's. Ich spare auf Himmelsfeger. Eisstrahl ist nämlich nicht sehr effektiv. Was geht ab? Ein guter Treffer. Oh, es hat nicht so viel abgezogen jetzt. Ich hätte mir mehr vorgestellt, aber das ist natürlich auch, ja, Fleckmon ist nicht voll entwickelt, daher ist das auch anders verteilt. Und ein Volltreffer müsste jetzt K.O. bedeuten eigentlich. Und bedeutet das auch. Wer kommt jetzt? Das ist halt auch sehr effektiv. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. So sieht es aus. Perfekt, das Rennen. Super. Für ein Halbfinale habe ich mir eigentlich mehr vorgestellt, dass das länger dauert, undramatischer ist, spannend ist, aber ja, wie man sieht, kaum Schaden genommen und wir sind jetzt locker im Finale. Mal sehen, wie das Finale aussieht im Erdorden. Oh ne, Magnetilo sieht nicht nett aus, weil im Meisterball ist es Magneton und ich mag Magnetilo und Magneton nicht, egal. Ja, wir nehmen Simsala, Starmie und wieder Lapras, die noch nicht einen Einsatz hatte. Schade. So. Na? Ist sehr effektiv. Damn it. Das könnte ein einseitiger Kampf werden. Ringfrei für Porygon. Porygon. Alles klar. Da ist Psystrahl nicht gut. Deswegen nehme ich ein Metronom, weil Psystrahl, es ist auch ein psychokinesisches Pokémon, oder wie man das nennen will. Ja. Naja. Triplette. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Ich habe auch Triplette. Ich nehme aber Metronom. I see. Ja, ein Treffer. Boah, zieht ja nicht so viel ab. Was ist das? Ein Spitzentreffer. Oh oh. Sie schenken sich wirklich nichts. Sieht nicht gut aus. Nochmal Metronom. Hornbohrer trifft doch nicht. Ups. Das klicke ich mal schnell weg hier. Das war ein Wunderpunkt. Es ist am Boden. Ja.
das erste Mal, dass in diesem Cup ein Pokémon vor mir fällt. Aber muss ja auch irgendwann mal sein, ne? So, nehmen wir mal zum ersten Mal, hat den ersten Einsatz, Lapras. Ich hab Gesang, das sieht sehr toll aus, aber nehme ich nicht. Ich nehme Eisstrahl. Bäm. Und K.O. Mal sehen, wen er jetzt nimmt. Einen Moment. So. Ich glaube, Eisstrahl ist sogar sehr effektiv. Der aktuelle Stand ist bei diesem einen Pokémon. Der Kampf geht weiter. Wie kommt denn das? Genau. Sehr effektiv und der Pokémon Cup auf Pokéball ist bezwungen worden von mir. Wir haben den Pokal und sind in der nächsten Folge im Superball. Bam, bam, bam. So, Erdorden. Ja, jetzt kommt wieder der Ball. Der Pokéball. Nein! Der Pokal, so jetzt. Ja. Und okay. Dodo Gibiturm. Na gut, dann nicht. Also, das sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Wir nähern uns unserem Ziel, denn wenn wir das alles haben, kommt Mewtwo. Ja, Superball, Hyperball, Meisterball, noch so viel zu tun, verdammt. Dann noch die ganzen Arena-Leiter herausfordern und dann Top 4 und dann Gary und dann sind wir fertig und dann machen wir unser nächstes Let's Play. Und ach so, wieder zusammenstellen, klar. Und zwar nehmen wir für Superball folgende Kandidaten. Elektroball ist vorhanden. Diesmal will ich sogar auch Smogmog, ganz andere Pokémon nehmen. Wie zum Beispiel. Mal gucken. Starmie ist wieder von der Rolle. Von der Partie. So, dann wollen wir mal einen ganz anderen nehmen. Dann nehmen wir doch auch mal gleich Kokowai. Und wen hat man denn auch noch nicht? Nein, den wollte ich nicht. Obwohl doch Gengar natürlich. Und dann fehlt uns noch ein Feuer-Pokémon. Und dann nehmen wir mal. Nee. Ein gescheites Feuer-Pokémon. Arcani? Nee. Ich will keinen Feuerstaub, ich will Flammenwurf oder so. Nee. Alter, haben wir hier mal ein richtiges Feuer-Pokémon? Glurak. Na gut, er hat Fliegen, Feuerwirbel, Feuersturm, Schwertanz. Und jetzt haben wir komplett verschiedene Pokémon. Bis auf Starmie und Gengar und Elektroball. Und. Nein. Und können so dann, nächste Folge an den Superball herankommen und vielleicht gewinnen. Und wir sehen, da war Nidoran weiblich und in der ersten Entwicklung. Na gut. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.